In diesem Video stelle ich dir drei starke Aktien für Juli 2023 vor. Wie jeden Monat gibt es ein defensives, ausgewogenes und spekulatives Unternehmen. Gib mir einen frühen Like, um dir positives Börsenkarma im Juli zu sichern, und starten wir mit dem Börsenausblick durch. What's $3 trillion? $3 trillion is the GDP of France. The market is placing extremely high valuations on these companies because partly now of the AI revolution. Das musst du dir einmal auf der Zunge zergehen lassen. Apple ist genauso viel wert wie Frankreich zusammen. Microsoft ist sogar wertvoller als Italien. Big Tech ist krass wertvoll wie selten zuvor. Inzwischen gibt es sogar einen neuen Namen für diese Big Player. Sie werden als Magnificent Seven bezeichnet, also die glorreichen Sieben. Dazu zählen Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla und Nvidia. Sie machen grob ein Drittel vom S&P 500 aus. Das ist mal so nebenbei der weltweit wichtigste Aktienindex. So einen hohen Wert hatten wir zuletzt Ende 2021. Was danach mit Tech-Aktien passierte, bereitet jedem Growth-Investor bis heute schmerzvolle Börsenalbträume. Die letzten 6 bis 10 Monate über ging es bei Tech-Werten ab. Nvidia ist um weit über 200% hoch. Der AI-Hype lässt grüßen. Selbst ein vergleichsweise defensiver Tech-Panzer wie Apple ist um gute 50% gestiegen. Wenn das alles nicht nach Blase schreit, was dann? Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht. Trend und Momentum zählen zu den erfolgreichsten Strategien der letzten 200 Jahre. In beiden Fällen kaufst du Aktien, die in den letzten 3 bis 12 Monaten besonders gut liefen. Aktuell haben wir einen AI-Hype. Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, wird abgefeiert. Die Party kann noch weitergehen. Wie lange, kann niemand sagen. Aktuell befinden wir uns aber glasklar in der Partyphase. Der Fear and Greed Index notiert bei 72. Die Anleger sind bestens gelaunt und es herrscht Gier an den Märkten. Deshalb bin ich bei Tech-Werten aktuell sehr vorsichtig. Meiner Meinung nach ist jetzt nicht der Zeitpunkt für größere All-In-Investments. Ich schätze die aktuelle Lage bei Tech-Werten mit Hold ein. Ich habe sogar groß verkauft, um Möbel und weitere teure Sachen für meine zweite Immobilie zu finanzieren. Das schiebe ich schon ein halbes Jahr vor mir her. Da habe ich auf einen passenden Zeitpunkt gewartet, um meine Aktien teuer zu verkaufen und defensiv in meine Immobilie umzuschichten. Diesen Zeitpunkt sehe ich jetzt gekommen. Klar können die Märkte noch weiter steigen. Ich finde die aktuellen Bewertungen jedoch sinnvoll für defensive Umschichtungen. Deshalb sind auch die heutigen Unternehmen eher defensiv ausgerichtet. Alle zahlen eine Dividende, aber keine Sorge, es ist auch Tech und Growth dabei. Kommen wir zu meinen drei Aktien für heute. Fangen wir mit dem defensiven Papier an. Das ist diesmal ein echter Panzer. Es ist BlackRock. Der Vermögensverwalter ist seit den Hochs um ein gutes Drittel gefallen. Vorher war es eine dieser links unten rechts oben Aktien. Damit ist nun Schluss. Ich sehe in diesem Abverkauf eine spannende Buy-the-Dip-Chance. Warum ist die Aktie überhaupt gefallen? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, die Finanzbranche stand die letzten Monate über unter Druck. Wir hatten ja das kurzfristige Bankenbeben in den USA. Die Silicon Valley Bank lässt grüßen. Das zog auch andere Finanztitel wie BlackRock runter. Der Vermögensverwalter hat auch einige Finanz- und Growth-Fonds im Angebot, die während der Panik heftig verprügelt wurden. Zweitens, die Märkte standen generell unter Druck. BlackRock gibt bekanntlich ETFs raus. Der iShares Core auf den MSCI World ist in Deutschland besonders beliebt. Letztes Jahr und Anfang 2023 lief es jedoch schlechter. BlackRock verdient weniger Managementgebühren, wenn Gelder abgezogen werden. Und das passiert logischerweise in fallenden Märkten. Die Anleger haben zuletzt ordentlich Gelder abgezogen. Ende 2022 verwaltete BlackRock 8,6 Billionen Dollar. Im Vorjahr waren es noch 10 Billionen Dollar. Das liegt jedoch am Bärenmarkt und nicht an schlechten Produkten. Deshalb sollten die Investments im nächsten Bullenmarkt wieder deutlich anziehen. Auf jeden Bärenmarkt folgt ein Bullenmarkt und die Bullen sind statistisch deutlich länger am Ruder. In 5 Jahren erwarten Analysten ein AUM von 15 Billionen Dollar. Das sind grob 3/4 mehr als heute. AUM steht für Assets Under Management, also die verwalteten Gelder. Der aktuelle Abverkauf hat keine fundamentalen Gründe, die der CEO oder sonst wer verbockt hat. Es ist simpel und einfach die schlechte Marktstimmung. Früher oder später sollte diese positiv kippen. Dann dürfte BlackRock als Panzer in der Bullenfestung wieder abfeiern. Bis dahin kannst du dich mit einer starken Dividende von 2,9% beglücken. BlackRock ist ein Panzer, den man sich ins Depot haut, vergisst und im Schlaf Dividenden kassiert. In Bullenzeiten dürfte das investmentbasierte Geschäftsmodell starke Kursgewinne bescheren. Meine ausgewogene Aktie für heute ist Nasdaq Inc. Das ist eine dieser links unten rechts oben Aktien.
Bis November 2021 ging es immer weiter nach oben. Seitdem ist Sturzflug angesagt. Nasdaq ist dieses Jahr um gute 30% runter, was im aktuellen Tech-Hype heftig ist. Für neue Anleger ist es eine spannende Chance. Nasdaq ist ein Börsenplatzbetreiber. Am berühmtesten ist natürlich der gleichnamige Nasdaq in New York. Die Börse Riga bei mir gehört übrigens auch Nasdaq Inc. Außerdem gibt man Aktienindizes wie den techlastigen Nasdaq 100 heraus. Den sollte ja wirklich jeder kennen. Das Geschäftsmodell bietet einen extrem starken Burggraben. Keiner klatscht mal eben eine zweite Nasdaq hin. Und falls doch, macht das nur Nasdaq Inc. selbst. Der Nasdaq 100 dürfte auch noch in 20 und vielleicht sogar 50 Jahren der wichtigste Tech-Index weltweit sein. Warum steht das Papier nun unter Druck? Es ist ein Mix aus Rezessionsängsten und Fintech-Müdigkeit. Zuletzt liefen viele Finanztitel deutlich schlechter. Fokussieren wir uns aber auf die neueste Entwicklung. Da gab es kürzlich eine gigantische News. Die US-Technologiebörse hat den Softwareanbieter Adenza für 10,5 Milliarden Dollar übernommen. Ein Teil davon wird zur Hälfte mit Schulden finanziert. Nasdaq Inc. möchte 5,9 Milliarden Dollar aufnehmen. Das ist eine verdammt gewaltige Menge. Schau dir einmal den Börsenwert des Unternehmens an. Er liegt aktuell bei 24 Milliarden Dollar herum. 6 Milliarden Schulden sind da ein verdammt dicker Brocken. Deshalb ist die Aktie nach Verkündung des Deals um 10% eingebrochen und danach noch weiter gefallen. Die Zukunft der Aktie steht und fällt also mit Adenza. Ich bewerte den Deal als langfristig positiv. Ursprünglich hat Nasdaq Inc. sein Geld mit Trading-Einnahmen verdient. Das ist jedoch ein volatiles und stark schwankendes Geschäft. Deshalb hat der Börsenbetreiber seit einem Jahrzehnt einen neuen Weg eingeschlagen. Man setzt stärker auf Finanztechnologie. Man verkauft diese über Abo-Modelle, die regelmäßige und entspannte Einnahmen bescheren. Adobe lässt grüßen. Adenza passt perfekt in diese Strategie rein. Das Unternehmen bietet Programme an, mit denen du deine Risiken managen und rechtliche Vorgaben einhalten kannst. Das ist wichtig für Banken, Investmentmanager, Versicherungen und jeden, der mit Finanzen zu tun hat. Die Tools werden langfristig benötigt, da sich die Regierungen neue Gesetze einfallen lassen. Nach der Finanzkrise kam in den USA zum Beispiel der Dodd-Frank Act. Damit wurde das Finanzmarktrecht reformiert. In den nächsten paar Jahren werden die Vorschriften für Basel IV nach und nach umgesetzt. So soll das Bankensystem gestärkt werden. Mit der Software von Adenza ist das alles easy möglich. Sie kümmert sich um die ganzen Regularien. Seit 2007 hat Nasdaq Inc. bereits 4 größere Übernahmen durchgeführt. Die größte lag bei 3,7 Milliarden Dollar. Man konnte die Unternehmen alle erfolgreich integrieren und den freien Cashflow stark steigern. Adenza soll ihn um 300 Millionen Dollar steigern. Ich sehe diese Übernahme langfristig positiv. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Regierungen unserer Welt plötzlich Bürokratie abbauen. Da kommen eher neue Geldschutzgesetze hinzu. Deshalb bewerte ich den aktuellen Abverkauf als Kaufchance. Das Unternehmen zahlt auch 1,8% Dividende. Das Management möchte die Zahlungen trotz höherer Schulden steigern. Der starke Burggraben ist eine gute Beruhigungspille für nervöse Anleger. Nasdaq Inc. ist für mich eine dieser Aktien, die man sich ins Depot haut und für 5 bis 10 Jahre vergisst. Kommen wir zur spekulativen Aktienidee. Es ist das Schweizer Unternehmen Logitech. Das Papier wurde um rund 60% verprügelt. Der Kurs scheint jedoch bei 50 Franken herum einen Boden gefunden zu haben. Daher wittere ich nun ein spannendes Turnaround-Investment. Aber wie genau komme ich darauf? Logitech war ein großer Corona-Gewinner. Die Aktie wurde um über 250% hochgekauft. Doch dann folgte der große Absturz. Das lag an Erwartungen, die nicht erfüllt werden konnten. Hier siehst du den wichtigsten Übeltäter. Es ist Technologie für Videokonferenzen. Der Tech-Konzern wurde im Homeoffice als klare Gewinner abgefeiert. Man versprach sich im Zuge der Pandemie enorme Umsätze. Es kam jedoch anders. Büros machten wieder auf und Meetings fanden wieder real statt. Ja, es gab höhere Umsätze, aber nicht so hoch wie gedacht. Wir sehen aktuell sogar einen gegenteiligen Trend. Größere Tech-Konzerne, die ja eigentlich die erste Zielgruppe für moderne Lösungen wären, sprechen sich gegen Heimarbeit aus. Elon Musk bezeichnet die Arbeit von daheim sogar als Bull. Ja, du weißt schon was. Logitech hat sich also kräftig verspekuliert. Man sitzt auf größeren Lagerbeständen für Videokonferenzzubehör. Diese werden aktuell mit Rabatten rausgehauen. Zusätzlich kam vor ein paar Tagen das Drama um das Tauchboot Titan hinzu. Es ist gesunken. Die Firma OceanGate nutzte zur Steuerung einen Logitech-Controller. Das Papier wurde aus Angst vor Klagen nach unten verprügelt. Okay, das klingt alles schlimm. In der Ferne ziehen aber wieder hellere Wolken auf. Die alten Bestände sollten bis Herbst abverkauft sein. Das ist nicht mehr lange hin.
Die Tauchboot-Geschichte hört sich für mich nach einer typischen Überreaktion an. Außerdem ist der alte CEO Bracken Darrell abgetreten. Warum ist das wichtig? Logitech hat ein agiles Geschäftsmodell. Man kann neue Produkte relativ zügig raushauen und so auf Trends reagieren. Man braucht keine 5 oder 10 Jahre Entwicklungszeit. Das geht da viel, viel schneller. Ein neues CEO kann also mit der richtigen Strategie sehr viel verändern. Vor ein paar Tagen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde Dollar beschlossen. Es soll in Kürze beginnen und über 3 Jahre gehen. Wir haben hier also starkes Turnaround-Potenzial. Bald sind größere Altlasten weg. Die Profitabilität sollte sich nach und nach steigern und den Kurs beflügeln. Der Turnaround könnte sich aber noch etwas ziehen. Das Papier kann noch ein paar Quartale herumgammeln. Deshalb bewerte ich die Aktie als spekulativen Turnaround-Kauf. Für die Geduld wirst du mit einer kleinen Dividende von 1,9% belohnt. Das Management hat sogar eine Erhöhung für dieses Jahr vorgeschlagen. Welche Aktien möchtest du im Juli kaufen? Schreib deine Kandidaten für unsere Community unten als Kommentar. Ich freue mich immer mega auf eure Vorschläge zu lesen. Abonniere meinen Kanal, um keine Aktien-Idee mehr zu verpassen und denk dran.